Hola, hola, soy Tomás, dein Lieblings-Spanisch-Lehrer. Und heute lernen wir, wie man spanische Sätze in der Vergangenheit kürzer sagen kann. Wie denn? Mit der Anwendung von al plus infinitivo. Okay. Wenn die Verben nicht konjugiert sind. Ich werde alles erklären. Erstmal, wenn du unsere Arbeit hier, unsere Zeit, unsere Mühe unterstützen möchtest, kannst du das gern über patreon.com machen. Abonniere unsere Patreon auf patreon.com Spanisch mit Thomas. Und ich bedanke mich nochmal bei allen, die schon unsere Arbeit über Patreon unterstützen. Das ist sehr schön von euch. Muchas gracias. Vielen Dank. Cuando entró en la escuela, vio al niño. Cuando entró en la escuela, vio al niño. So ein Satz könnte ich auch so sagen. Al entrar en la escuela, vio al niño. Al entrar en la escuela, vio al niño. Dann ist al hier auf Spanisch wie als in der Vergangenheit auf Deutsch. Sí. Wir müssen aber al mit dem Verb in der Hauptsatz in Infinitivo verwenden. In solchen Fällen geht es um Nebensätze mit zwei Handlungen, die gleichzeitig bzw. sofort nacheinander passieren. Der Nebensatz bleibt in der Vergangenheit, in Indefinido. Kann ich diese Konstruktion auch in anderen Vergangenheitsformen verwenden? Sí, también en pretérito perfecto y en pretérito pluscuamperfecto. Ui. Aber heute bleiben wir nun beim Indefinido. Cuando terminé de comer, llegaste tú. Cuando terminé de comer, llegaste tú. Jetzt sag mal den Satz mit al plus infinitivo. Al terminar de comer, llegaste tú. Al terminar de comer, llegaste tú. Muy bien. Cuando pasó el autobús, me llamaron por teléfono. Cuando pasó el autobús, me llamaron por teléfono. Al pasar el autobús, me llamaron por teléfono. Al pasar el autobús, me llamaron por teléfono. Noch eine Verwendung von al plus infinitivo ist mit dem Verb estar, wenn etwas gleich passieren wird. Estar más al más infinitivo. El tren está al llegar. El tren está al llegar. Ah, das ist wie das, was Sie in einer anderen Lektion erklärt haben. Also, estar por plus infinitivo. Genau. El tren está por llegar bedeutet dasselbe. In dieser Situation reden wir über etwas, das gleich passieren wird. Und mit al plus infinitivo reden wir über etwas in der Vergangenheit. Al llegar el tren, me subí. Al llegar el tren, me subí. Estamos por empezar la clase. Estamos por empezar la clase. Estamos al empezar la clase. Estamos al empezar la clase. Estamos al terminar el video. Estamos por terminar el video. Estamos por terminar el video. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du es gern über patreon.com machen. Abonniere unser Patreon auf patreon.com Spanisch mit Thomas bzw. über PayPal. Finde uns auch auf Instagram und auf TikTok als thomas.der.profe. Adios!